Im Sommer 1934, da war die Gleichschaltung faktisch abgeschlossen. Hitler und die NSDAP regierten mit eiserner Hand und hatten fast alle potenziellen Gegner vernichtet. Die waren entweder im KZ oder im Gefängnis oder untergetaucht oder geflohen. Der alte Reichspräsident Paul von Hindenburg siechte dahin und jeder ging davon aus, dass er bald sterben würde. Allen, inklusive Hindenburg selbst, war klar, dass es keinen neuen Reichspräsidenten geben würde, sondern dass der Reichskanzler Adolf Hitler es sein würde, der das Erbe antreten würde. Auch der Reichspräsident selbst hatte sich damit angefreundet. Und doch kam es im Sommer 1934 zu einem Machtkampf und einer entscheidenden Weichenstellung des neuen Regimes. Und wer es bis dahin noch nicht begriffen hatte, dem wurde nun klar, dass es den Rechtsstaat nicht mehr gab. Kurioserweise richtete sich nun die Gewalt gegen Männer aus den eigenen Reihen, nicht nur, aber vorwiegend, nämlich gegen die Führung der SA. Im Zentrum stand Ernst Röhm, Stabschef der SA und nach Hitler zu dieser Zeit noch der zweitwichtigste Mann der nationalsozialistischen Bewegung und vor allen Dingen auch einer ihrer populärsten Vertreter. Wer war dieser Mann? Röhm war circa 2 Jahre älter als Hitler, in München aufgewachsen. Im Gegensatz zu Hitler, der selber keinen Schulabschluss hatte, hat er auch dort Abitur gemacht, dann wurde er Berufssoldat. Beide waren Weltkriegsteilnehmer. Röhm wurde mehrfach in Kampfeinsätzen verwundet, er wurde regelrecht zerschossen. Er wurde dann befördert, schließlich bis zum Hauptmann. Nach dem Krieg schloss er sich dann den Freikorps an und kämpfte unter anderem gegen die Münchner Räterepublik. Er war bekannt als absoluter Kommunistenhasser. 1919 lernte er dann Hitler kennen. Beide waren Mitglieder der DAP, der Deutschen Arbeiterpartei, später also dann auch eben die NSDAP. Er war in dieser Partei, in dieser frühen Zeit, einer der wichtigsten Aktivposten. Unter anderem war er auch am Putschversuch von Erich Ludendorff und Adolf Hitler beteiligt. Und als dieser scheiterte, 1923, zusammengeschossen wurde durch die Polizei, bekam er damals 5 Monate Haft. Bei Röhm haben wir also einen sogenannten alten Kämpfer, mit dem sich Hitler eng verbunden fühlte. Er war einer der wenigen, mit denen sich Hitler auch duzte. Es stellte sich im Sommer oder im Frühjahr 1934, also ein Jahr, nachdem man die Macht, die man dadurch bekommen hatte, dass Hitler Reichskanzler geworden war und die man sich dann mit verschiedenen Maßnahmen über die Reichstagsbrandverordnung, Ermächtigungsgesetz und so weiter letztlich eroberte, hatte. Ich habe dazu auch ein entsprechendes Video gemacht. Da stellte sich nun die Frage im Frühjahr 1934, ja, wer ist denn nun eigentlich der Träger der nationalsozialistischen Bewegung? Ist es die SA, die ja sozusagen den Kopf hingehalten hatte, sich schon in den 20er Jahren mit Kommunisten Straßenschlachten geliefert hatte, die auch immer wieder den Weg in die Illegalität angetreten hatte, also die vordersten Kämpfer eben dieser Bewegung, so hatte man es ja auch immer gesehen, so hatte man sich auch immer dargestellt, war sie also nun der Träger der nationalsozialistischen Bewegung oder war es die Partei, war es die NSDAP selber? Man muss dazu sagen, dass die SA, die ja immer schon eine Massenorganisation gewesen war, dass die im Frühjahr 1934, ja, bis Mitte 1934, waren fast 4,5 Millionen Männer in der SA.
Was für eine riesige potenzielle Armee. Wir erinnern uns, die Reichswehr, laut Versailler Vertrag, durfte sie nicht mehr als 100.000 Mann umfassen. Und die SA hat 4,5 Millionen. Ernst Röhm veröffentlicht in dieser Zeit unter anderem auch im Völkischen Beobachter der nationalsozialistischen Tageszeitung einen Aufsatz oder auch mehrere Aufsätze, in denen er letztlich schreibt, dass die nationalsozialistische Revolution noch nicht beendet sei. Es gebe noch verschiedene Ziele zu erreichen. Auch verfasst Röhm eine Denkschrift an den Reichswehrminister von Blomberg. Und in dieser schreibt er also, dass die SA in eine Armee umgewandelt werden solle. Ihm schwebten da also Ideen vor, auch sowas wie eine Verschmelzung von Reichswehr und SA, beziehungsweise die Reichswehr, die solle praktisch nur noch so eine Ausbildungsarmee letztlich sein. Insgesamt führte das ihn in einen Konflikt mit Adolf Hitler. Denn er, der hielt, wollte an der Reichswehr festhalten. Dazu komme ich gleich nochmal. Im Frühjahr 1934, um seinen Ambitionen auch noch Ausdruck zu verleihen, ließ Ernst Röhm von der SA noch große Manöverübungen, so Geländeübungen und so weiter abhalten und tat das auch immer mit viel Brimborium, mit einem großen, auch propagandistischen Aufwand. Also das ging, das war also für jeden sichtbar, war eben klar, dass die SA für sich irgendetwas mehr verlangte. Schließlich musste Ernst Röhm zur Aussprache kommen zu Hitler, nämlich am 4. Juni, und die dauerte 5 Stunden. Ja. Und Hitler machte ihm also klar, den Posten des Reichswehrministers, nachdem Ernst Röhm angeblich schielte, der stand erstmal für ihn nicht zur Verfügung. Und er machte ihm auch klar, dass er an der Reichswehr festhalten wolle. Denn er hatte Reichswehrminister von Blomberg zugesichert, dass die Reichswehr weiterhin das Waffenmonopol im Staat behalten sollte. Es ging wohl bei dieser Besprechung ziemlich heiß her. Jedenfalls nach diesen 5 Stunden reiste Röhm dann ab nach Bad Wiessee, wo er dann praktisch einen Kuraufenthalt verbringen wollte, weil er Rheuma-Probleme hatte. Röhm war seit seinen zahlreichen Kriegsverletzungen gesundheitlich immer sehr angegriffen. Ja, geklärt werden konnten die Fronten vielleicht nur teilweise. Ausgesöhnt hat man sich aber bei dieser Besprechung definitiv nicht, denn Hitler empfand nun immer stärkeres Misstrauen gegen seinen alten Kameraden Röhm. Der war immer selbstbewusster, trat auch immer selbstbewusster auf, sprach sich aus gegen die Vorrangstellung der Partei. Er sprach allerdings eher diffus von einer zweiten Welle in einer nationalen Revolution, aber er wurde nie da irgendwie konkret. Ja. Dazu kamen allerdings noch bei Hitler Einflüsterungen, nämlich von Seiten Heinrich Himmlers. Auch Himmler war ein alter Kämpfer. Auch Himmler hat seine eigene Organisation, nämlich die SS, die Schutzstaffel, und möchte diese natürlich ausbauen, auf Kosten dieser übermächtigen SA. Ja, und so redete er also auch Hitler letztlich ein, Röhm plane einen Putsch. Und genährt wurden noch diese Putschgerüchte auch durch Hermann Göring, der auch immer wieder versuchte, Röhm bei Hitler zu diskreditieren. Apropos diskreditieren, vor allen Dingen im Nachhinein
Gab es dann noch unterschiedliche Begründungen, weshalb man also Rom beseitigen oder hatte beseitigen müssen. Unter anderem wurden dann auch immer wieder wurden immer wieder seine Homosexualität und sein Umgang eben auch dann thematisiert. Dazu nur ganz kurz: Es gab den im Strafgesetzbuch den Artikel oder den Paragraphen 175. Da war also Homosexualität strafbar. Das war natürlich auch in der Weimarer Republik, übrigens auch in der Bundesrepublik, noch immer nach dem Zweiten Weltkrieg, war es lange Zeit eben strafbar. Jeder wusste von Röhms Vorlieben. Er war in den entsprechenden Nachtclubs durchaus bekannt und machte da auch gar nicht so viel Aufhebens drumherum. Und während eben andere Männer ja auch fürchteten, aufgrund ihrer Homosexualität eben ganz schlimme Probleme zu bekommen, schien das für ihn gar kein Problem zu sein. Also seine Homosexualität hat Ernst Röhm nicht geschadet, nicht einmal bei Hitler. Und das ist schon interessant, denn es zeigt vor allem, was für ein mächtiger, fast unantastbarer Mann Röhm in dieser Zeit gewesen war. Nein, seine Homosexualität wurde zwar im Nachhinein aufgebauscht, aber sie hatte nichts mit seiner Ermordung zu tun. Die hatte ihre Ursache in Intrigen, die seine Rivalen gesponnen hatten, in Hitlers extremem Misstrauen und nicht zuletzt in Röhms eigenem Verhalten und seinen nebulösen Andeutungen hinsichtlich der SA. Bis zum 3. Juli wurden insgesamt mehr als 1000 Menschen in Gewahrsam genommen. Nicht nur Männer der SA-Führung, aber die ganz besonders. Hitler selber ist dann eben zu Ernst Röhms Ferienort gefahren, natürlich mit viel Verstärkung. Und angeblich hat er ihn selber mit der Pistole in der Hand verhaftet. Schrie wohl: Du bist verhaftet, Röhm. Und Röhm hatte erstmal gar nicht verstanden, worum es dann da eigentlich ging. Er und die ganze SA-Führung wurden also kassiert. Die Zahl der Opfer, die schwankt, die Angaben sind da sehr ungenau. Nachgewiesen sind wohl circa 90 Opfer, die Schätzungen gehen aber bis zu 200 Opfern aus. Entscheidend ist, es war am 30. Juni 1934, und schon sehr schnell hatte man dann eben auch im Volksmund diese Nacht genannt, die Nacht der langen Messer. Nicht nur die SA-Führung wurde praktisch sofort in Gewahrsam genommen und zu großen Teilen liquidiert, sondern unter anderem auch General Kurt von Schleicher. Wir erinnern uns, er war nicht nur unter Franz von Papen Reichswehrminister, sondern er war ja auch am Ende des Jahres 1932 noch der letzte Reichskanzler vor Adolf Hitler. Er, der auf der gegnerischen Liste war, wurde also umgebracht. Übrigens auch so im selben Moment seine Ehefrau ebenfalls. Dann noch Gregor Strasser. Gregor Strasser war der ehemalige NSDAP-Organisationsleiter und er war eben einer vom linken Flügel der NSDAP und war immer wieder und immer stärker in Opposition zu Hitler getreten. Er war sozusagen der letzte große alte Nationalsozialist, der Hitler vielleicht sogar noch hätte gefährlich werden können. Das ist aber wahrscheinlich nur ja, theoretisch der Fall. Hitler war schon so als Führer dieser Partei gefestigt, aber er sah eben in Gregor Strasser ein Problem. Deswegen wurde er ebenfalls liquidiert. Und interessant, dann finden wir noch unter anderem bei den Opfernamen den Namen Gustav Ritter von Kahr. So, und Gustav Ritter von Kahr, den haben wir eigentlich 11 Jahre vorher gelernt, wir den kennen. Gustav Ritter von Kahr war nämlich jener Mann, der 1923 beim Hitler-Ludendorff-Putsch erst von den Putschisten gefangen genommen wurde, dann hat er ihn mehr oder weniger verklickert. Ich bin ja völlig auf eurer Seite. Er war auch bekannt als Republikhasser und jemand, der eben durchaus reaktionäre Vorstellungen hatte.
Und dann haben die Putschisten ihn also wieder freigelassen und er hat mehr oder weniger im gleichen Moment seine Polizeitruppen zusammengezogen und hat die Putschisten zusammenschießen lassen. Ende des Hitlerputschs gescheitert. Später dann eben muss Hitler dafür ins Gefängnis. Diese alte Rechnung mit diesem Gegner aus alten Zeiten, die war also noch zu begleichen und so wird auch Gustav Ritter von K. umgebracht. Dann finden wir noch einen Namen, nämlich Edgar Julius Jung. Und der ist in einem anderen Zusammenhang interessant. Am 17. Juni 1934, also keine 2 Wochen vorher, hat Franz von Papen, der ja Vizekanzler im Kabinett Hitler ist, ehemaliger Reichskanzler, jetzt Vizekanzler, er hat an der Universität Marburg eine Rede gehalten, bekannt eben als sogenannte Marburger Rede. Und darin hat er sich ausgesprochen gegen Terror und Beschränkung der Pressefreiheit, gegen eine zweite Revolution und gegen eine bestimmte Art von Propaganda und einem Personenkult. Franz von Papen richtete sich damit vor allem gegen die SA mit dieser zweiten Revolution, dann gegen Göring und gegen Goebbels. Eigentlich nicht so sehr gegen Hitler. Er selber hat diese Rede aber eben nicht verfasst, sondern es war eben jener Edgar Julius Jung und er und ein anderer, der ebenfalls übrigens ermordet wurde in dieser Mordaktion, haben Papen praktisch im letzten Moment diese Rede eben vorgelegt. Er hat sie angeblich auf einer Zugfahrt dann nach Marburg nur flüchtig gelesen. Und als er gesagt hat, Moment, so und so kann ich das nicht sagen, haben sie gesagt, ja, tut mir leid, das ist schon alles zu den Zeitungen in Druck gegangen. Und so hat er die Rede so gehalten. Vielleicht hat er auch die Brisanz des Textes gar nicht so sehr erfasst. Der Verfasser und sein Helfer wurden also ebenfalls umgebracht. Das war ein sehr deutliches Signal an Hans von Papen selbst. Er wurde nicht umgebracht, er wurde nicht liquidiert. Er hatte von Göring einen Wink bekommen, verlass mal besser deine Wohnung nicht in dieser Nacht. Das war schon eine sehr, sehr deutliche Warnung. Und er hat die Warnung, dass er eben seine engsten Mitarbeiter, seine Redenschreiber hingerichtet werden oder ermordet werden, da hat er durchaus verstanden, diese Warnung. Jedenfalls trat er danach, also sowohl als Vizekanzler als eben auch aus der Regierung Hitler, dann zurück. Später wurde er abgespeist durch einen Botschafter, mit einem Botschafterposten in Österreich, in Wien. Ja, so sieht die Sache aus. Interessant ist also, wir haben hier eine Mordaktion. Hier werden Menschen umgebracht und da spielt es jetzt keine Rolle, ob das jetzt selber verbrecherische Leute aus der SA-Führung gewesen sind oder so. Sie werden umgebracht. Ja? Sie werden umgebracht, sie werden verhaftet ohne Haftbefehl und werden sofort liquidiert. Das heißt, es gibt weder eine Anklage, noch gibt es ein Gerichtsverfahren und schon gar keinen Schuldspruch, sondern sie werden sofort eben umgebracht. Und interessant ist, dass das dann im Nachhinein per Gesetz, nämlich am 3. Juli im Nachhinein und rückwirkend legitimiert worden ist. Und zwar in dem sogenannten Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr vom 3. Juli 1934. Veröffentlicht im Reichsgesetzblatt. Und das ist mit eins der kürzesten Gesetze, das überhaupt jemals veröffentlicht wurden. Denn da steht, die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Einziger Artikel, die zur Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriffe am 30. Juni, 1. und 2. Juli 1934 vollzogenen Maßnahmen, die Erschießungen, sind als Staatsnotwehr rechtens. Berlin. Den 3. Juli 1934, der Reichskanzler Adolf Hitler und der Reichsminister des Innern Frick und der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner aus dem Reichsgesetzblatt. So einfach hat man sich das gemacht.
Und interessant ist, dass einer der, nein, eigentlich der populärste und wichtigste Rechtswissenschaftler seiner Zeit, nämlich Carl Schmitt, dann in einem Aufsatz in der Deutschen Juristenzeitung vom direkt kurz danach diese Maßnahmen auch noch mal gerechtfertigt hat. Und zwar in einem Aufsatz, der den Titel hat: Der Führer schützt das Recht. Und ich lese da mal zwei, drei Stellen raus vor, damit das ein bisschen deutlich wird, was das für ein Rechtsdenken ist, das da also mittlerweile vorherrscht. Der Führer schützt das Recht vor dem schlimmsten Missbrauch, wenn er im Augenblick der Gefahr Kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schafft. Jetzt zitiert er Adolf Hitler, der sich eben auf diese Weise geäußert hat zu den Vorkommnissen. Zitat Hitler: In dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr. Und Carl Schmitt sagt: Der wahre Führer ist immer auch Richter. Aus dem Führertum fließt das Richtertum. In Wahrheit war die Tat des Führers echte Gerichtsbarkeit. Sie untersteht nicht der Justiz, sondern war selbst höchste Justiz. Das Richtertum des Führers entspringt derselben Rechtsquelle, der alles Recht jeden Volkes entspringt. In der höchsten Not bewährt sich das höchste Recht und erscheint der höchste Grad richterlich rächender Verwirklichung dieses Rechts. Das ist nicht nur das Ende der Unabhängigkeit der Justiz, der Unabhängigkeit der Judikative, sondern es ist natürlich auch das Ende des Rechtsstaats. Am 2. August, also kurz danach, stirbt der alte Reichspräsident Paul von Hindenburg. Und Adolf Hitler legt das Amt des Reichskanzlers, das er innehat, und das Amt des Reichspräsidenten, das natürlich diese ungeheure Macht hat, nämlich nicht nur die Möglichkeit der Notverordnung, Auflösung des Reichstags und so weiter und so fort, sondern der Reichspräsident ist ja auch letztlich Herr Oberbefehlshaber der Armee. Und deswegen werden diese Ämter nun zusammengelegt. Die neue Amtsbezeichnung von Hitler heißt Führer und Reichskanzler. Und noch am selben Tag ließ Reichswehrminister von Blomberg alle Soldaten der Reichswehr auf Hitler vereidigen. Der Eid lautete nun: Ich schwöre bei Gott, diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen. Normalerweise, und das war auch vorher der Fall, werden Soldaten vereidigt auf die Verfassung eines Staates. Das war in der Weimarer Republik der Fall, es ist auch heute in der Bundesrepublik der Fall. Hier werden die Soldaten nicht nur auf ein Amt, sondern auch noch auf eine ganz spezielle Person, die auch namentlich genannt wird, Adolf Hitler, vereidigt. Das heißt, dieser Eid ist geknüpft an diesen einen Menschen. Diesem Menschen muss man dienen, darf nicht untreu werden. Und ja, das ist natürlich etwas, was auch für jeden einzelnen Soldaten durchaus persönliche Konsequenzen haben sollte. Ja, Blomberg handelte so aus Dankbarkeit an Hitler, denn er war nun fest davon überzeugt, dass sein großer Wunsch,
nämlich dass die Reichswehr nun der einzige Waffenträger sein würde und bleiben würde, damit eben erfüllt worden ist mit der Beseitigung, mit der Disziplinierung der SA. Denn die SA gab es natürlich nach wie vor, aber die wichtigen SA-Führer, eben Ernst Röhm und Co., waren praktisch alle weg. Und die SA war mittlerweile eben diszipliniert worden und auf Hitler eingeschworen. Ja. Allerdings wurde dieses Versprechen von Blomberg von Hitler nicht gehalten, denn es gibt natürlich dann noch einen weiteren Waffenträger, und der wird immer mächtiger und der wird letztlich auch in der Rangordnung ja noch vorangestellt, der Reichswehr. Ich spreche natürlich von der SS. Hitler hatte jedenfalls mit großer Skrupellosigkeit und Härte gezeigt, dass er niemanden neben sich duldete. Er hatte ferner gezeigt, dass er auch gegen potenzielle Gegner aus den eigenen Reihen entschlossen vorging. Und er gewann die Reichswehr endgültig für sich und wurde deren oberster Befehlshaber. Der Eid der Soldaten auf die Person Adolf Hitler sollte eben noch besondere Konsequenzen haben, denn sie, die Soldaten, sollten ja Teil eines verbrecherischen Vernichtungskrieges werden. Zuletzt hatte das Vorgehen von Erschießungen ohne Prozess und ohne Urteil gezeigt, dass der Rechtsstaat aufgehört hatte zu existieren. Ja, insgesamt muss man sagen, hielt sich das Entsetzen, der Aufschrei, die Empörung dann doch in Grenzen. Die SA war doch durch diese Zeit des sehr offenen Terrors so unbeliebt und so gefürchtet, dass nicht wenige, auch Teile der Bevölkerung, vor allem das Gefühl hatten, der Führer hat aber nun die SA, diesen wütenden Mob, an die Kandare genommen und diszipliniert. Denn die SA war nicht in allen Teilen des Volkes besonders populär, ganz im Gegenteil. Im August 1934 jedenfalls ist der Prozess der Konsolidierung der Macht endgültig abgeschlossen. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, wenn es dann um ein anderes Thema geht.